Hallo, willkommen bei Cardassia. Das ist mein erstes Video zur Präparation. Wir präparieren heute das erste Mal ein Prokuspärchen. Goliath Samsung Prokus von der Ornithopteria-Gattung. Die wurden jetzt schon weich gemacht. Ich kann euch das mal zeigen. Also ohne Probleme lässt sich das jetzt strecken. Und ich habe mir gedacht, wir fangen beim Männchen an. Dafür brauchen wir Stecknadeln. Habe ich auch schon vorbereitet. Und wir brauchen eine einzelne Nadel. Die habe ich natürlich auch. Ich werde die hier nehmen. Die hier. Und am besten in der Mitte reinstechen. Das dauert einen kleinen Moment. Jetzt. Jetzt einmal gucken, wo die Mitte ist. Ja doch, so kann man das ungefähr lassen. Dann nehmen wir das. Packen das mittig rein. So ungefähr. Das Spannbrett habe ich davor schon nachgeschaut bzw. angepasst. In dem Fall benutze ich Backpapier, da ich leider kein Spannpapier habe. Und fange an, den Anfang zu packe ihn nochmal so hin, dass er auch passt. Am besten erstmal oben fixieren. Pinzette. Den oberen Flügel einmal hochzuziehen. Am besten immer so, dass das mittig ist. Mittig ist. Das passt noch nicht ganz. Ziehen wir den noch ein kleines Stück. Ja. So ungefähr. Doch, das passt eigentlich. Wenn nicht, dann kann man das ja noch neu ausrichten. Dann nehmen wir die Nadeln. Stecken wir drum rum. Groß.
So, ich habe jetzt schon mal den ersten Flügel fertig gemacht und den Schmetterling noch mal weiter nach vorne verschoben, womit ich auch genug Platz für das Weibchen habe. Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Flügel. Ziehen den hier hoch. Ungefähr, dass es fast gleich ist. Ja, auch so bis zur Mittellinie. Dann nehmen wir das Backpapier ab. Da ist er mir runtergerutscht. So. Und nochmal. Man kann den auch hier unten halt anfassen. Oben laufen halt die Hauptadern entlang. Na los, jetzt komm schon. Geht schlecht. Aber in die Ruhe liegt die Geduld. So ungefähr. Das gleichen wir jetzt einmal ab. Ja, ist mittig. Perfekt. Dann nehmen wir wieder unsere Stecknadeln. Packen das hier rum. So. So. Holz ist immer etwas schwer, da die Stecknadeln manchmal nicht so wollen wie das Holz. Ja, eher umgekehrt. Aber es klappt ja bisher sehr gut. So, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache das kurz fertig. So, da wir jetzt die oberen Flügel so weit dran haben, werde ich jetzt anfangen mit den unteren. Ich habe das eigentlich soweit schon recht gut zurechtgelegt. Da kommt es halt drauf an, dass diese kleinen feinen Adern so gesehen hier drunter kommen. Ja, das liegt auch schon recht gut. Dann einmal so drauf, so dass es wieder stramm ist. Dann nehmen wir neue Nadeln und befestigen die auch so, dass sie nicht mehr sich bewegen können, die Flügel. Das machen wir auf beide Seiten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie man jetzt sieht, habe ich den gleichmäßig ausgeweitet. Jetzt kommt die Feder dran. Die Feder klappe ich einfach hier einmal so drum. Also viele machen das da rein. Ich denke, ich mache das nicht, obwohl wir gucken einmal, wie das funktioniert. Dafür brauche ich einmal andere Nadeln. Nehmen wir mal diese Seite. Fangen wir das da rein. Dann nehmen wir das. Ne, sag ich ja. Das geht sehr, sehr schlecht. Ich packe die einfach hier oben einmal so drum. So. So. Das machen wir jetzt auch noch mal auf der anderen Seite. Den hier einmal weg. Der ist zu dick.
Einmal noch eine neue Nadel nehmen. Dünnere. So, schon wesentlich besser. Versuchen wir den nochmal gerade hinzubekommen. So. Den hier auch nochmal. Das ist eigentlich der fertige Prokus. So, dieses Exemplar hat eine Spannweite von knapp 17 cm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst es gerne ein Like da und in Zukunft kommt noch mehr mit den Prokusweibchen zum Beispiel.